So, Hallihallöchen, herzlich bitte hier. Willkommen zur letzten regulären Challenge, der Purist Challenge. Wir starten als Isaac. Das Einzige, was in der Challenge zu beachten ist, ist, es gibt keine Goldräume. Es gibt ansonsten alles, wir müssen nur bis zu Mams Herz. Also wir haben weder positive noch negative Items zu starten, leider auch nicht den D6. Ja, aber es gibt trotzdem Bossroom-Items, Shop-Items, Random-Items, Goldtruhen-Items und, Gott, wie hieß denn das letzte noch? Devil und Angel, verdammt, Angel-Deal-Items. Und damit war das auch schon der größte Teil, der erklärt war zur Challenge. Damals im ursprünglichen Isaac war es die, nicht Challenge Nummer 20, sondern Challenge Nummer 10, aber auch die letzte Challenge. Also im normalen Original Binding of Isaac und Wrath of the Lamb, da gab es halt nur 10 Challenges, aber auch genau dieselbe Purist Challenge. Ja, also im Brimmy und wir haben gewonnen. Das gilt bei den meisten Challenges so, solange man jedenfalls schießen kann. Ja, also wenn man nicht geblindfoldet ist, wenn man nicht diese Augenbinde hat. So, ja, furz mich noch mehr an, ist okay. Hab dich auch lieb. Versprüh deinen Charme und dein ohne schwarzes Herz. Sehr geil. Sollen wir es gleich mitnehmen? Ja, ich warte noch kurz. Den blauen Stein kann man nicht holen. Black Widow. Oh nö, Black Widow. Komm, spring mal auf deine Kreationen. Nächstes Mal liebevoll. Ja, komm, eine Spinne. Oh! Zum Glück sind wir nicht fetter. Ja, solange du keine Viecher ausscheißt. Ja, war eine gute Sache, dass ich Schwarze Herz nicht mitgenommen habe. Solange du keine Dings ausscheißt, ist mir alles recht. Keine Viecher. So, ein All Stats Up wäre geil. Oder die Box. Second Hand. Death. Range Up, okay. Und Death. Und ein schwarzes Herz. Ja, ist jetzt okay für die erste Ebene. Kein grandioser Start, aber auch kein zu dämlicher Start. So, jetzt müssen wir halt darauf achten, dass wir den Devil Deal abbekommen. Ja, fliegt ins Feuer. Genau, geile Idee. Verdammt. Gott. Oh Gott. Die Angry Fly ist kacke. Okay, das war ziemlich blöd von mir. Ich hoffe, hier gibt es Seelenherzen. Eins. Ich hätte gleich Death einsetzen sollen. Also die hat mich jetzt echt mit ihren Bewegungsmustern gut rausgesetzt. Aber der Raum war auch echt mies mit den zwei Fleischwürfeln und den zwei Fliegen. Die Räume sind okay, weißt du? Die Bewegungsmuster von denen kriegt man voll gut hin. Auch wenn sie mal schießen, gar kein Problem. Auch der Raum ist okay. Aber da davor, da im oberen Raum, da waren auch noch Hindernisse im Weg. Ekelhaft. So, zack. Kotz mich an. Kotz mich an. Warum finden wir so viele Herzen? Liegt das am Geigenzähler? So, ihr scheiß Fleischwürfel. Die zwar keine Würfel sind, aber ich erinnere mich dazu. Scheiß Fleischteile, Dinger. Fleischwesen. Mit Ruhe. Geld. Man könnte jetzt tippen, dass hier rechts eventuell ein Secret Room ist. Oder man könnte es auch nicht tippen. Okay, drei Fliegen. Wow. Wow, und eine Bombe. Wow. Unbelievable. Hier oben könnte ein Secret Room sein. Komm, wir proben. Warum liegen hier so viele Herzen? Gut. X-Lags, alles klar. I'm walking on sunshine und Paralyse. Was war das von der Musik? Oh Gott. Ja, drei normale Pillen. Weder positiv noch negativ.
So, wir wollen mit. Was haben wir denn? Monstro. Weißt du was, komm ich. Ich habe keine Lust auf kleine Viecher. Was macht der silberne Monstro? Oder der leicht graue? Eigentlich nichts, oder? Der spawnt halt einfach nur mit Leuten. Oder kotzt der öfter? Nee. Bezweifle ich. Er ist halt Monstro, wie er ist. Er ist halt einfach ein Fettsack. Und wir kriegen unseren Devil Deal. Sehr höchstwahrscheinlich. Also ich hoffe da mal auf dem Damage ab. Brimmy natürlich immer geile Sache. Das wäre ein easy win. So, zack. Und auch hier den HP ab. Ja gut. Ich nehm's mal. Und gehen weiter. Gar nicht so geile Items. Leider. So, erstes Portal. Danke. Ich glaube, ja, ein Opferteil lohnt sich nur, wenn man dann ein, zwei Begleiter hat. Der gibt dann halt Devil Deal Items raus. Oh, oh, oh. Okay. Also entweder wir sprengen gut oder müssen halt eine Bombe für 5 Münzen opfern. Aber es gibt hier 5 Geld. Oh Gott. Ich weiß nicht, wann welcher in die Luft geht. Ah! Ich habe zu viel Schiss. Oh Gott. Okay. 2, 3. Du auch, du nicht, du halb. Ja. Scheiße. Das wäre der perfekte Moment. Fliegt der nochmal da vorbei? Nee, gell? Nicht so wirklich. Also opfern wir. Zack. Okay, die spawnen. Oh nein! Meine Fassstrategie ging nicht auf. Verdammt. Dann nochmal. Und bumm. In den Stachelraum will ich jetzt noch erstmal ungern gehen. Oh Gott. Oh! Oh fuck, 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 fuck. Die machen ja Giftspur. Oh, habe ich voll verpennt. Hui! Cool. Komm, da gucken wir mal rein. Wir haben noch gar keine goldene Truhe bekommen. Oh! Die rote Kerze. Wäre schon geil. Wäre schon richtig geil. Ich will erstmal den Boss machen. Und dann gehen wir ein bisschen auf Risiko. So, Bighorn. Ja, da dauert halt jetzt kurz sein Weilchen. So, hallo. Spuck doch keine Bälle, Mann. Du, 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 du. Spuck doch keine Bälle, Mann. Die halten zwar nur 3 Schläge aus, sind aber trotzdem nervig. Jetzt kommen hier 2 Bälle, Mann. Oh Gott. So. Sollen die mal... Ach, die können ihn auch selber treffen. Hey, die Bälle sind genial. Oh Gott. Ja, sollen sie dich treffen, komm. Fette Bälle. Oder springen sie weg. Hey, ich habe die Bälle noch nie als... Oh Gott! Der eine kommt auf mich zu. Noch nie als
als Möglichkeit für mich betrachtet. Ich habe die immer nur als Gefahr gesehen. Also gut, der Einzelne ist auch eine Gefahr, aber die Doppelten... Was? 5 Bomben? Oh Gott, der spinnt, Mann. Der Kerle spinnt. Der spinnt richtig. Unter mir. Noch mehr Bomben. Es reicht, Mann. Trollbomben. Oh Gott. Er ist assi. Er ist richtig assi. Stirb. Okay, tot. Was sind das denn für fucking scheiß Items? Ja, gut. Nehmen wir dich. Ich hätte halt echt das andere Ding auch noch gern gehabt. Aber geht nicht. Gut, Maw of the Void ist aber fucking stark. Das ist so unsere Chance, da durchzukommen. Aber ich sag ja, es geht auf Devil Deals. Ich will immer noch am liebsten da rechts in den Stachelraum. Aufladen. Nope. Yo. Es ist richtig dumm. Es ist richtig dumm. Oh. Zum Glück die roten, die schwarzen Herzen bekommen. Okay. Nehmen wir nicht. Nehmen wir nicht. So, dann gucken wir oben mal in den Dingsraum. Au. Da sind Fliegen drin. Yay. Dafür geben wir unsere Herzen aus. So. Kriegen wir noch Familias oder nicht? Eher nicht. Dann gehen wir... Oh, die Black Candle wäre hier auch noch. Wäre zu cool. Gut, nehmen wir das Seelenherz noch. Gut. Ach cool, wir kriegen sogar ein Mal durch das Maw of Memoritus. Cool. Maw of the Void. Nicht League of Legends, ey. Nope. Oder doch? Weißt du was? Komm. Oh ja, es brennt sogar die Kerzen weg. Wie geil. Es brennt sogar die Kerzen weg. Es brennt sogar die Projektile weg. Die Pisse, so wollte ich sagen. Ich kann nicht mehr reden, ja, ich merk's schon. So. Nein, gib mir doch schwarze Herzen, Mann. Deswegen mache ich doch den Scheiß hier. Warte. Oh, die Kerze ist geil. So. Oh, wow. Tolle Belohnung. Oh, wow. So, nochmal. Och, gib mir doch schwarze Herzen, Mensch. Warte mal, bevor ich es jetzt verkacke. Ich töte euch alle hier hinten. Ich will es mir nicht verkacken. Ich will es mir echt nicht verkacken. Au. Das ist Infestation. Yes. Oh je, jetzt kommen die geilen Sachen. Ja, es war das, wo... Oh. Wo, wenn Gegner sterben, Sachen rauskommen. Leute, es ist so schön, am Leben zu sein. Oh. Ich hätte die Kerze gar nicht kaufen brauchen. So, hier fehlt mir jetzt eine Bombe. Blöderweise. Okay. Gegner töten, Gegner, aus denen da mehr Gegner kommen, die Gegner töten.
Muss man auch mal erleben. So, da hätten wir die Bombe. Setzen wir auch gleich dafür ein. Oh, oh. Ah. Oh Gott. Huh. Dass mich das jetzt nicht erwischt hat. Oh, das war gerade echt eine riskante Aktion. So, peng. Bombe zurückbekommen. Alter, ist das nice. So. Oh Gott, er ist unsichtbar. Wo ist er nur, Mann? Wir könnten eine Ebene überspringen. Oh ja, eine Womp-Ebene. Oh ja. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Und aus den Spinnen kommt. Ist das nice? So. Guck mal, wie viele da rauskommen. Scheiße. Was haben wir hier? Glücksrad. Ne, brauchen wir nicht. Nicht mal zum Sprengen. HP ab. Okay. Also ich hatte echt noch so eine gewisse Skepsis in der ersten Ebene. Hat sich jetzt mittlerweile gelegt. In der zweiten eigentlich auch. In der dritten Ebene hat sich's gelegt. Alter. Okay, jetzt kriegen wir auch die ganzen Schlüssel und so. Die ganzen Herzen. Schlüssel auch. Was haben wir hier? Kompost, extra Kartenplatz. Will ich zwei Karten tragen können? Eigentlich nicht. Oder? Nö, Spaß für die nächste Ebene. Aber hier wollen wir einmal reingucken. Nochmal fliegen. Ich komme hier nicht verarscht. Alter, haben wir viele Spinnen. Das war sowas von wert. Ah, zock mich nicht ein, Mann. Und Shot Speed und Damage ab. Sehr geile Scheiße. So, kleine Hornviecher. Faith ab. Ach, was soll's. Ja. Ich hab bemerkt, du warst es ja mit dem Boden. Halbes Seelenherz, sagen wir nicht nein. Regenbogenkacki! So. Und du willst sprechen. Verdammt. Kacke, die machen einen Schaden. Krass. Und aus denen spawnen. Oh, wie geil mit dem Item spawnen von den Gegnern keine Säcke mehr, sondern gleich Spinnen. Mega praktisch. Alter. Alter. Die Trollbombe ist mir egal. Auch ihr seid mir egal. Denn ihr seid nur Winzlinge. Aber wieso kriegen wir so viele Herzen gespawnt? Das frustet mich ein bisschen. So. Ein Kampfraum. Nope. Falls wir doch noch jetzt ganz schnell zu Mom kommen sollten, könnten wir auch die Passage nehmen, um noch ein Item aus dem Boss Rush mitzunehmen. Theoretisch. Türstopper. Ah, nee. Das ist immer zu kritisch mit Knockback und so. Das ist mehr Fluch als Segen. Paralyse, oh yeah. Mein Lieblings-Item. Ich wollte schon immer Paralyse haben. Ach, verdammt. Hä? Wo denn? Ach, das war vom Herz noch, ne? Scheiße. Spinnen, ihr macht ihr mal? Ich bin gerade wieder zu euphorisch und zu leichtsinnig unterwegs. Ich merke selber. Mams Perle, oder? Deployer. Nee. Ein Mystery Gift. Mehr Platz für Trinkets.
alles nicht so geil wieder mal. Wobei die Tarot-Clove gar nicht so schlecht sind. Nee. Ich brauche nicht so die Shop-Items. So, Mom, komm, tritt. Tritt auf meine Spinnen. Meine Armada. Oh, das war's schon. Beeindruckend. Oh, schwarze Herzen. Oh, Tier ist ab. Und noch mehr Herzen. Und Goathead. Nehmen wir. Und Passage. Was haben wir hier? Nope. So, spawn gleich, genau. Spawn sogar, glaub, 2 raus, oder? Kann das sein? Okay. Herzen sind voll. Arcade Room. Ich kann nicht beides gleichzeitig springen, gell? Also alle 3 Sachen. Dann machen wir es so. Fuck. Ich bin dämlich. Na, irgendwann droppt hoffentlich noch ein schwarzes Herz. Ja, ich bin immer noch dämlich, ne? Guten Tag, hi. Schalter, gib mir noch mal eine Bombe. Fuck. Ja, ich bin gerade zu spendabel mit den Herzen, ich merke selber. Da ist eine 5er Münze. Oh. Okay. Eve's Birdfoot. Wäre ganz. Ja, genau. Hier kommt natürlich Greed. Ich hasse ihn. Geld ist alles für den Arsch. Wobei, wir hätten da unten noch einen Bettler. Zu dem wir hin können. Ich glaube, ich gehe zum Bettler. Kann man bestimmt noch was Gutes rauskriegen. Oder bei meinem Glück werde ich in die Stacheln laufen. Dann nochmal ein Herz verlieren. Dann beim Rückweg nochmal. So. Ja, ich sag's ja. Bei meinem Glück. Gib mir was Cooles, den Kompass. Ein Herz für ein Herz ist sehr fair. Danke. Ekliger Raum. Komm hier reingelaufen, genau. Ich fühle mich, auch wenn nur 3 Herzen fehlen, aber ich fühle mich trotzdem leicht unsicher irgendwie. Ich weiß nicht warum. Weil ich einfach zu wenig Vertrauen in mich selbst habe. Er geht natürlich in meine Richtung. War so klar. Oh, Fettsack. Fettsack. So, dann auf zum Arm. Hä? Ach scheiße, ich habe vergessen loszulassen, oder? Ich habe die Tasten vertauscht. Oh Gott. Ja, Mom, drop mal deinen Foot. So, was? Okay, ich hab's negativ genommen. Ich wurde so halb dagegen gedrückt. Guppies. Oh. Okay, einmal kurz, dass wir es haben. Warum auch immer. Auf in the Womp. So, Frage. Sollen wir die Ebene überspringen? Es gäbe noch einen Devil Deal und ein Item. Ja. Mama, Ebenenübersprungen. Der Womp 2. So, und nochmal Münzbettler. Schöne Sache. Er droppt Schlüssel für den Schlüsselbettler. Schöne Sache. Ace of Clubs. Gib mir den Kompass, komm. Walking on Speed Up.
Oh, fuck. Okay. Toller Bettler. Are you a wizard? Fuck. Ja, ich schieß krumm. I'm walking on sunshine. Ace of Club. Machen wir mal. Ace of Clubs. Hier auch noch. Ich will einfach nur kurz die Zeit rauszögern, bis der Effekt weg ist. Wobei wir uns ja auch ein bisschen mit More of the Void beteiligen können. So ist nicht. Jetzt. Und. Ja, der da. Ach, fuck. Ja, ich hab's gesehen. Bei dem bin ich immer zu blöd zum Ausweichen, weil gerade wo mein Hirn denkt, okay, er schießt jetzt diagonal, schießt er ja wieder gerade. Und eine blöde Sache. Das Doppelherz brauchen wir nicht. Ach, ne. Fuck. Ja, das war mir irgendwie bewusst, dass ich hier gleich Schaden nehme. Gut. Peter, Raffen. Kommando an mich selbst. Irgendwo ein X-Stein. Nein, aber ein Seelenherz. Komm, wir haben die Schlüssel. Oh. Da ist ein X-Stein gewesen. Danke für nichts. Ach, wenn die Gegner durch unsere Spinnen sterben, dann spawnen keine neuen Spinnen, oder was? Oder wie habe ich es gerade gesehen? Pedro. Jo. Ah, hier ist schon der Boss. Ach Mensch. Wir sind ein echter pure. Verkackt. Ich hab gerade meine Angriffsreihenfolge verkackt. Unglaublich. Piu. Stirb, Mutter! Stirb, ungeborener Bruder! Guck mal hier rein. Oh, das Pentagramm! Oh, Horror of Babylon. Brauchen wir aber beides nicht. Challenge geschafft! Wir kriegen die Rune von Berkano. Und damit will ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Challenge. Euer Hänsel Peter. Ciao.